Output, genau. Und da kommt sie, die Stufe 4 Forschung. Wir haben sie, wir haben sie. Wir können sie einreihen. Ich werde wahnsinnig. Okay, was erforschen wir denn zuerst? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu FNG in der Early Abszess. Meine lieben Freunde, es geht weiter in FNG und wir haben wieder mal ein bisschen einen kleinen Offscreen-Progress gemacht. Ihr seht es, ich habe gerade keine Forschung eingereiht. Das können wir gleich mal direkt ändern, wo ich gerade davon spreche. Es ist nicht mehr viel, was ich mit der Stufe 3 Forschung noch machen kann. Das sind nur noch die Sachen hier oben. Wir machen gleich mal, würde ich sagen, Forschungslabor, das müssen wir abschließen noch, das habe ich noch nicht gemacht. Aber hier braucht man auch schon Forschungsstufe, hier auch schon. Hier auch schon, da braucht man keine. Was ist das? Der Tank, ja gut, der ist eigentlich relativ unwichtig. Kartenscan, Olomit, das braucht man mal vielleicht noch. Das ist vielleicht noch ganz schlau, dass wir nach der Karte scannen können. Ja, Bergbaulaser, habt ihr gesagt, soll ich erforschen, kann ich auch noch nicht machen. Ist leider, auch mit Stufe 4 Forschung. Da bin ich immer noch am Dengeln. Ich habe das Forschungslabor jetzt noch nicht ausgebaut. Was wir dringend machen müssen jetzt ist, wir müssen hier mal noch ein bisschen mehr... Ah, das ging aber schnell. Ja, es ist ein bisschen Forschung zusammengekommen. Wir müssen hier mal dringend noch einen Zug für Xenopherit-Erz an den Start bringen. Das ist ganz wichtig. Hier braucht man auch schon Stufe 4. Wir brauchen schon für fast alles Stufe 4 Forschung. Unglaublich. Kann ich hier alles nicht mehr machen. Ist schon fast alles wieder durch. Das hier ist das Einzige, was ich noch kann mit Dreier. Da machen wir das jetzt hier, genau. Ist auch schon erforscht. Da geht alles so schnell. Genau. Da können wir jetzt erstmal nicht mehr forschen. Hier, wir haben jetzt ganz viel Xenopherit-Erz, was hier geschürft wird. Aber das reicht nicht. Wir haben einen riesigen Bedarf. Deswegen muss ich jetzt hier nebenan nochmal freigraben, damit wir schon den dritten Xenopherit-Zug jetzt an den Start bringen. An der Stelle möchte ich mich aber, während ich jetzt hier grabe, ich habe übrigens den Bergbaubohrer hier auch nochmal geupgradet, damit er schneller geht. Ich möchte mich an der Stelle mal bei Atensic bedanken. Atensic hat mich nämlich versorgt. Ich hatte ja in den letzten Episoden immer mal so ein bisschen geklagt über so diversen Koffeinmangel und so, ja, beziehungsweise Verpeiltheit. Herr Tensik hat mich versorgt mit Powerbären. Powerbären sind quasi Gummibärchen mit Koffein drin. Also, wenn man 100 Gramm von denen isst, dann ist das so, als wenn man 2 Tassen Kaffee getrunken hat, ungefähr. Das ist ziemlich geil. Das sind so kleine Bömmchen. Das ist wie wenn in meinem Gehirn, wenn man so ein Ding isst, so ein Powerbären, wie wenn so eine Koffein-Zuckerbombe gezündet wird direkt. Und dann spüre ich plötzlich Areale von meinem Gehirn, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie existieren. Der absolute Wahnsinn. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Der absolute Irrsinn. Ja, die habe ich auch schon mal während des 12-Stunden-Streams damals. An Silvester habe ich die gegessen auch. Das war ziemlich krass. Also die kann man da echt gut benutzen. So, deswegen kann ich jetzt hier auch ordentlich Power geben, meine lieben Freunde. Das wird heute die effizienteste Folge, die wir je gemacht haben, glaube ich. Bin sehr gespannt, wie hocheffizient das hier jetzt wird. Das ist quasi wie in diesem Film, wo der die komischen Pillen nimmt und dann plötzlich sein Gehirn erweitert irgendwie, seine Gehirnkapazität. Der Limitless-Film hier, ohne Limit. Powerbären hüpfen hier und dort und überall. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Genau, wir machen hier mal noch einen Boden rein. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Powerbären. Oh nein, er sinkt schief. Das kann ja was werden mit den Powerbären, wenn das jetzt schon so losgeht. Wir müssen hier mal diesen Klotz wegmachen, glaube ich. Warte mal, mach das hier mal auch noch weg. Ich möchte hier gerne noch ein bisschen mehr Platz haben hier hinten. Damit wir hier leichter noch an den Aufzug... Das ist übrigens ein Aufzug Stufe 3 schon. Habe ich mal geupgradet. Weil ich erst gedacht habe, vielleicht liegt es ja an der Aufzugkapazität, dass da nicht genug kommt. Aber tatsächlich liegt es nicht am Aufzug. Es liegt tatsächlich am Output. Da müssen wir ein bisschen was machen. Ich habe oben auch schon Stufe 3 Bänder und hier unten auch Stufe 3 Bänder installiert. Aber das kriegen wir nicht hin, glaube ich, mit nur Band-Upgrade und Lift-Upgrade. Wie gesagt, da müssen wir noch mehr machen. Da müssen wir noch mehr tun an der Stelle. So, jetzt müssen wir erstmal auch schauen. Ja, jetzt hängt hier der Anschluss in der Luft. Warte mal. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Warte. Drehen und dann, genau, mach es so. Und dann... Erstmal da anschließen, genau, so damit das wieder Strom hat. So, und jetzt macht man hier hinten noch einen Wandanschluss hin. Den wir aber so richtig hier hinten reinlassen, würde ich sagen. Ich möchte das schon gerne möglichst weit nach links stellen, die Anlage. Das wäre dann... Wir können ja die Anlage erstmal aufstellen an sich.
Ich habe ja zwei Züge in der Hose. Krass, habe ich gar nicht gesehen, siehst du? So, Moment, so ein Stück zurück noch. Damit das schön nebeneinander ist hier, genau. Lass mal da mal. Lass mal da mal eins frei dazwischen. Genau, guck mal, dann kann man hier nämlich noch ranlaufen. Hervorragend. Kann ich da nicht sogar von da das anschließen? Ah, guck mal, das geht. Okay, ja, dann macht man dazu. Da braucht man nicht noch einen Anschluss da hinten. So, jetzt müssen wir hier ja noch die Schiene setzen. Jetzt muss ich mal gucken, ist das... Ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter in die Richtung buddeln. Das ist nur so ein Gefühl. Guck mal, da braucht man das. Ja, genau, ich wusste es. Ich brauche noch zwei Blöcke in die Richtung. Da habe ich zu wenig gegraben. Guck mal, das mal gleich zwei in die Richtung. Ich spüre die Wirkung der Powerbären. Mein Gehirn funktioniert einfach viel effektiver auf einmal. Ihre Kraft durchdringt mich von oben bis unten. Bis in die Tatzenspitzen. Nice. Geil. Ich spüre meine Synapsen feuern so ein bisschen. Schon ein bisschen heftig. So, warte. Jetzt muss ich gucken. Hier muss ich noch in die Mitte graben, sag ich schon. Nach unten graben. So. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, erstmal den Zug reinzusetzen. Der Zug ist der hier. Der ist auch noch nicht abgefahren, ich schwöre. Und dann brauchen wir noch Schienen. Die haben wir hier, genau. Und dann kann er nämlich schon mal starten. Jawohl, so muss das sein. So wollen wir das haben. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Outtake. Gürt L. Warte, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Also hier können wir ja noch Boden reinmachen, richtig? Machen wir hier mal noch Boden rein und dann machen wir das direkt gegenüber jetzt hier ran. So, und da den Eingang oder hier den Eingang, genau. Und dann sagen wir, mach da mal, da reicht glaube ich ein Zweierband. Da müssen wir glaube ich jetzt hier keine riesige Wissenschaft machen. So, genau, guck mal, da kommt wieder ordentlich was rein. Haben wir wieder den Outputs gesteigert, geil. Und ja, das können wir jetzt erstmal wieder laufen lassen, dann können wir wieder nach oben. Seit wann frisst ein Bär Bären, weil das doch seine Artgenossen sind? Das ist Kannibalismus. Da lacht das Herz, wenn es was zu fressen gibt. Oh, die Sonne geht sogar auf. Nice, perfektes Timing hier, nicht schlecht. Ja, das ist hier noch, das haben wir jetzt noch nicht fertig gemacht. Das müssen wir noch fertig machen eigentlich. Das ist hier das Labor Stufe 4 so. Jetzt haben wir ja dafür gesorgt, dass wir auf jeden Fall wieder einen Stahlträgerüberschuss erstmal bekommen, weil ich jetzt mehr Xenopherit aus dem Boden geholt habe. Dann nehme ich mir gleich mal die Stahlträger hier raus und stopfe die hier gleich mal rein in die Baustelle. Guck mal, dann fehlen nur noch nicht mal mehr 100, siehst du? Dann brauchen wir noch Polymerplatten und fortgeschrittene Maschinenteile. Fortgeschrittene Maschinenteile gibt es hier auch direkt. Können wir auch gleich direkt mal welche. Die müssten eigentlich auch. Ja, guck mal, die sind auch voll gelaufen. Nice. Ist die andere Anlage auch voll? Nee, die nicht. Die ist fast voll hier. Nehmen wir mal da noch was raus. Und dann nochmal hier Polymerplatten. Da haben wir nur eine Anlage bis jetzt. Was ich auch noch gemacht habe, um die Effektivität meiner Erzförderanlagen nochmal ein bisschen zu steigern, ist folgendes. Es gibt ja eine weitere Stufe für die Erzveredelung. Da steht's. Veredeltes Xenopherit-Erz, genau. Also bevor das von den Induktionsöfen zu Barren verarbeitet wird, kann man das auch in den Stampfern, hier in diesen Schreddern, nee, nicht Schredder, wie heißen die nochmal? Das waren hier die Zerkleinerer, genau. Kann man das zu veredelten Erz machen. Das dauert aber sehr lange und ist sehr aufwendig, der Prozess. Das sieht man hier, ja. Da kommt relativ wenig noch raus. Das ist nicht hier, weil irgendwie hier nichts läuft. Guck mal, hast du es gesehen? Da kommt nur ganz wenig raus. Und da kann man aber dann auf der anderen Seite veredelte Barren draus machen. Also beziehungsweise Barren, die halt in einer größeren Menge rauskommen. Und dann kann man hier natürlich nochmal bei der Plattenverarbeitung zum Beispiel nochmal ordentlich hochfahren, ja. Die beiden Anlagen stehen jetzt still, weil die Platten vollgelaufen sind tatsächlich. Wir erinnern uns, wir hatten vorher immer das Problem, dass nicht genug Platten produziert wurden. Jetzt haben wir genug Platten. Das habe ich mal alles offscreen gemacht. Das war nämlich sehr aufwendig. Der Haken ist, das Gleiche müssen wir jetzt noch machen für die Produktion vom Technum, weil da habe ich das alles nämlich noch gar nicht gemacht und da brauchen wir auch noch einen Zug dafür tatsächlich, also weil sonst geht uns irgendwann einfach die Technumstäbe aus, dann ist Ende mit produzieren. So, jetzt stecken wir erstmal die Sachen rein. Genau, jetzt fehlen nur noch Maschinenteile ein paar und ein bisschen ein paar Stahlträger noch. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das Labor auch abgehakt. Schunderböen. Ah, jetzt muss erstmal wieder, jetzt ist wieder hier ein bisschen ein Mangel am Start. Muss ich mal gucken, liegt das hier am... Also hieran liegt schon mal nicht, das ist schon mal, weil jetzt, genau, weil ich jetzt Maschinenteile rausgenommen habe, muss er erstmal wieder Maschinenteile machen, genau. Die müssen immer zuerst verlaufen.
Dann lassen wir die erstmal volllaufen, glaube ich. Es ist ja auch nicht mehr viel, was wir da brauchen. Genau, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die Anlage macht sehr komische Geräusche auf jeden Fall. Klingt fast wie eine Dampflok. Genau, genau, genau. Ich gucke nochmal, ob ich jetzt wirklich nichts mehr machen kann mit Stufe 2 Forschung. Weil vielleicht ist hier doch noch irgendwas. Ein Monument braucht auch Stufe 4 Forschung. Das braucht sowieso das Labor. Das braucht auch Stufe 4. Auch Stufe 4. Da brauchen wir das Labor. Da brauchen wir... jetzt ist alles Stufe 4. Nee, dann haben wir alles tatsächlich. Dann haben wir alles schon mit Stufe 3. Was geht? Haben wir schon erforscht jetzt. Krass, krass. So schnell geht das. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie gesagt. Wenn jetzt gleich das Labor durch ist, wenn wir das gleich freigeschaltet haben, was wir dann für die Stufe 4 Forschung brauchen. Das wird sehr spannend. Ihr habt mir schon so ein bisschen vorgewarnt. Ihr habt mir gesagt, das wird schon ganz schön krass, was man da braucht. 91, warte mal, die nehme ich mir jetzt hier schon mal raus. Ich gehe jetzt mal nochmal hoch zu den Flüssigkeiten. Ich will mal gucken, ob da alles auch funzt oder ob da Anlagen nicht laufen. Und das machen wir jetzt so, indem wir hier mit dem Aufzug einfach hochfahren. Warte, da gehen wir jetzt einfach mal hier in den ersten Stock. Stimmt, was ich auch gemacht habe. Ah, das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, genau. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe Stufe 2 Solarpaneele aufgebaut noch. Damit der Strommix nochmal ein bisschen stabiler wird. Falls mal... Genau, die großen... Ah, genau. Die großen Stufe 2 Batterien habe ich aufgebaut. Das sind die großen Stufe 2. Die haben eine Kapazität von 500... Nee, Quatsch, 5250. Die anderen normalen Batterien hatten, glaube ich, nur eine Kapazität von irgendwie 600 Megajoule. Also das ist schon eine ordentliche Ansage. So, warte, dann fahren wir noch mal eins höher. Und dann zeige ich euch noch die Stufe 2 Solarkollektoren. Die sind nämlich auch ganz cool. Die drehen sich nämlich mit der Sonne mit. Solange wir gerade Sonne am Start haben, können wir das mal uns angucken. Genau, ihr seht das, wie sie sich so ein bisschen drehen. Kann das so ein bisschen erkennen, wie sie sich bewegen. Genau, und die machen halt pro Solarpanel eine Maximalleistung von 650 Kilowatt. Und das ist halt auf jeden Fall eine ziemlich gute Ergänzung zu unseren Brennstoffgenerälen da unten. Weil manchmal kommt es ja durchaus mal vor, dass zum Beispiel das Ignium leer läuft, weil... Aus Gründen, ja. Und dann haben wir halt jetzt eine sehr große Kapazität an Batteriestrom, der erstmal verbraucht wird. Und tagsüber haben wir nochmal eine sehr große Kapazität an Solarstrom, der reinkommt. Wenn wir das hier mal vergleichen, vorher war das pro Solarpanel gerade mal 300 Kilowatt. Und jetzt sind das einfach mal mehr als das Doppelte, ja. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Und ja, das ist auf jeden Fall gut, dass wir das gemacht haben. Könnte man auch durchaus noch mehr machen. Habe ich eigentlich noch welche dabei? Nee, ich habe die alle schon aufgestellt, genau. Das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man das mal so ein bisschen voranbringt insgesamt. Genau, jetzt kann ich mich eigentlich hier... Warte, jetzt machen wir das so, wir schicken den runter und dann stürze ich mich einfach... Nein, nicht daneben springen! Ach, scheiße. Ich wollte da oben drauf springen. Egal, ich gehe jetzt zu Fuß. So, hier hinten hat man ja beim letzten Mal so ein bisschen so eine Katastrophe fabriziert. Da hatte ich hier eine Anlage weggesprengt. Es sieht aber alles hier noch gut aus erstmal. Es ist Output drin und es wird auch abtransportiert, genau. Hier ist vollgelaufen, vollgelaufen. Ja, wird so gut wie, er wird auch zu wenig verbraucht eigentlich, guck mal. Und die Pumpe langweilt sich eigentlich auch. Ja, das ist eigentlich alles okay. Das ist ja quasi gar kein richtiger Verbrauch eigentlich, wenn man es so betrachtet. Da müssen wir eindeutig noch mehr machen. Wahrscheinlich, wenn dann Stufe 3, Quatsch, Stufe 4 Forschung dann am Start ist, brauchen wir bestimmt ganz viel mehr Flüssigkeit. Zielwasser beim nächsten Sprung trinken, ja. So sieht's aus. Also ich weiß jetzt gar nicht, wann diese Episode kommt. Ich glaube, diese Episode kommt am Dienstag. Ich wünsche trotzdem nochmal nachträglich eine schöne Pfingstfeiertage. Auf YouTube ist es nach Pfingsten, an dem diese Folge kommt. Und bei Twitch ist es gerade Pfingsten. Es ist gerade Pfingstsonntag, hervorragend. Schöne Pfingsten für alle Twitch-Zuschauer und für die YouTube-Zuschauer nachträglich auch nochmal schöne Pfingstfeiertage. Genau. Ach ja, ich habe meine Ansage, glaube ich, gar nicht gemacht. Wenn ihr das hier feiert, könnt ihr übrigens gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt gerne die Playlist anschauen, die komplette, die am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir auch schöne Pfingsten nachträglich zu wünschen. Machen wir es halt mal nachträglich, ja. Besser zu spät als nie. Definitiv eine gute Idee. Genau, wenn ihr euch fragt, wie ich auf Twitch scheiße ich genauso wie auf YouTube. Deswegen, da könnt ihr mich sehr einfach finden. Tatsächlich. Es läuft einfach nicht voll gerade wieder.
Weil jetzt erstmal die Teile verlaufen müssen hier drüben. Wie viel ist denn da schon vorgelaufen? 133, naja. Ich überlege gerade. Also wir müssen jetzt erstmal das hier machen. Das ist jetzt ganz wichtig. Yes, es ist fertig. Guck mal, nice. Wir können das Labor konstruieren. Yes. Stufe 4 Forschung freigeschaltet. Schreigefaltet. Hightech-Maschinenbauteile, Hochofen, Vision, Schaffspaket, Stufe 4. Zusätzliche Technologien sind verfügbar. Verstanden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was brauche ich jetzt für die 4? Hydraulischer Kolben und Energiezelle. Energiezellen produzieren wir schon. Geil, wir produzieren schon 50% davon, von dem, was wir brauchen. Geil, geil, geil. Ich eskaliere komplett. Und was brauchen wir für einen hydraulischen Kolben? Was ist ein hydraulischer Kolben? Was ist das? Stahlträger und hochverdichtetes. Das ist voll easy. Das ist voll easy. Das ist voll leicht. Das ist der Unterschied. Das ist deutlich mehr, was da durch soll. Was für riesige Flüssigkeitsmengen kann man bitte transportieren? Das ist ja krass. Okay, warte. Wir brauchen eindeutig mehr Stahlträgerproduktion schon mal. Da können wir schon mal direkt noch mal eine Anlage hinstellen jetzt. Würde ich sagen. Machen wir das mal auch gleich direkt hier vorne noch. Von Stahlträgern kriege ich nicht genug hier. Nein, das ist nicht die richtige. Was ist denn das eigentlich? Ach, der Logistikcontainer, von dem ihr mir immer die ganze Zeit sagt, ich soll den mal aufbauen und ich ignoriere diese Forderung immer gekonnt. Geil. Spielbär, du musst mal den Logistikcontainer. Nein. Nein, das ist, das machen wir schon noch irgendwann alles. Keine Sorge. Kommt schon noch irgendwann alles. Ist bald soweit. Warte, haben wir noch hier? Haben wir noch. Genau, hier, guck mal. Wir brauchen den Output hier. Das ist der Output, oder? Nee, ist der Intake. Ich glaube, wir müssen hiervon noch eine Anlage bauen. Ist nur so ein Gefühl. Konfigurieren Assembler. Und dann macht das, genau. Nice, guck mal. Jetzt brauchen wir hier noch einen Output, genau. Au, 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 Output. So, warte. So, schön in die Mitte, genau. Mach hier noch ein Band hin. Und dann läuft das. Das ist ein Outtake. Ich glaube, ich baue hier noch eine Anlage auf. Die müsste eigentlich noch hinpassen, oder? Warte mal, wie kriegt die nochmal ihr Zeug? Huch. Die kriegt ihr Zeug von hier. Ah, okay. Das braucht das Zeug, okay. Und dann braucht sie auch noch das Zeug. Gibt es eigentlich für Stahlträger mal eine effizientere Verarbeitung? Das wäre eigentlich mal, ziemlich spannend. Habe ich noch so ein Induktionsding? Induktionsschmelzanlage, okay. Na gut, warte, dann stellen wir die halt hier noch daneben. Eine Induktionsschmelzanlage. So, machen wir Intake hier. Da müssen wir auch auswählen. Ne, Stahlbarren gibt es irgendwie nur dieselben, komisch. Ausgerechnet vom Stahlträgern, wo man doch eigentlich die Effizienz auch deutlich steigern könnte, theoretisch. Stahlträger und hochverdichtetes Olumit. So, da hinten ist unsere Produktion für diese Energiezellen. Die läuft auch schon. Und hier würde ich das jetzt einfach direkt machen in der Reihe. Am besten hier hinter den, hinter der Produktion für, was war das, Maschinenteile, genau. Machen wir das hier hin. Dann hole ich mir jetzt nochmal Bauplatten. Ja, und dann haben wir ja im Grunde eigentlich schon alles, was wir für die Stufe 4 Forschung brauchen. Ist ja fast schon, ich will nicht sagen langweilig, aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt von der Stufe 4 Forschung, habe ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die aufwendiger wäre. Das kriegen wir ja in der Folge alles noch hin. Was ist da los? Das sind die Powerbären, ich sag's euch. Die Powerbären sind da dran schuld. Hey, jetzt kommen die Powerbären. Super starke Powerbären. Jeder kennt die Powerbären. Immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na, Logo. Wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch eher Sache. Und sieht's für dich mal finster aus? Die Powerbären holen dich da raus. Hey, jetzt kommen die Powerbären. Super starke Powerbären. Jeder kennt die Powerbären. Ja, ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. Ist gut jetzt hier. Ist alles gut. So, was wollte ich machen? Ich wollte die Dinger machen. Hydraulische Kolben, genau. Ich muss, glaube ich, noch das hochverdichtete Olomit hier rüberziehen. Ach du meine Güte, da müssen wir ja die Pipeline verlängern. Jetzt sehe ich das erstmal. Moment. Lalala. Was brauchen wir denn da? Ach, haben wir aber auch Stahlträger. Da gibt mir mal Stahlträger gleich noch. So, hier Stahlträger. Rohre meine ich, genau.
Weitermachen, weitermachen. Zugabe, Zugabe. Sicher, dass bei den Powerbären nur Koffein und Zucker enthalten ist. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass nur das drin sein sollte. Es sei denn, ich habe die falschen Powerbären-Packungen aufgemacht. Ich hätte... Das war doch die richtige, ich weiß nicht. Ich habe nicht drauf geguckt, ich habe es einfach so... Es wird bestimmt geclaimed. Zu nah an der echten Stimme. Oh, warte, jetzt muss ich erst mal hier ein gerades Rohr verlegen. Moment, das kann dauern. Nee, ich muss es nochmal hochlegen, glaube ich. Moment. Da war schon richtig mit der Dings hier. So. Hier hoch, hoch. Nein! Jetzt bleib schon mal oben, Mensch! So, ich muss das von oben legen, glaube ich. So. So, und dann... Warte, wenn ich hochspringe. Jetzt machen wir die alte Minecraft-Technik. Einfach hochspringen und dann... mit dem Ding hochziehen. Genau. Da lege ich die jetzt einfach oben drüber. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ich werde das so bereuen wahrscheinlich irgendwann. Dass ich das oben drüber gelegt habe. Nein! Aber nee, alles gut, alles gut. Ich kann das von hier unten, oder? Ja, okay, geht. Geht alles. Ja, ja, so, perfekt. Ja, ja. Und jetzt ziehen wir das einmal nach vorne. Nice, nice, nice. Sehr gut. Oh mein Gott, man macht nichts ahnend den Stream an und Bärchen singt. Ja, wenn du das so nennen willst, das kann man es natürlich auch so nennen. Diese Powerbären haben echt einen merkwürdigen Einfluss auf mich. Muss man einfach sagen. Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. So, jetzt nach vorne. So, jetzt haben wir es schon mal genau da, wo wir es haben wollten, oder? Hier sind die Stahlträger. Guck mal, es ist genau auf der Linie. Es ist genau auf... Willst du mich eigentlich gerade irgendwie komisch von der Seite angucken? Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal. Jetzt brauche ich nochmal Stahlträger. Ich brauche nochmal so eine Anlage. Gib mir das. So, jetzt müssen wir nochmal so eine Anlage machen. Das muss ich doch in so einer Anlage machen, oder? Montierer, ja genau. In einem Montierer. In einem Montierer Python. Und dann mach das da daneben direkt. Warte mal, was ist das hier nochmal? Ach nee, das habe ich ja hier schon aufgebaut, ich Blödmann. Nee, ach warte, nee, dann pass auf, dann nimm das hier rüber nochmal. Dann nimm das hier rüber, warte. Mach mal so. Dreh mal das hier rüber. Genau, nee, dann ist es ja perfekt hier, guck mal. Was war das hier nochmal? Das waren die Rohbarren. Die braucht man hier nicht, genau. Ja, dann mach halt hier jetzt schon mal den Rohr-Intake. Da haben wir ja hier noch welche. Machen wir hier daneben, dann können wir hier das Band sogar noch durchziehen, ohne dass es im Weg ist. So, da müssen wir filtern. Hochverdichtetes Olomit können wir hier schon mal einstellen. Die hydraulischen Kolben, genau. So, jetzt haben wir das. Yo, perfekt. Öl am Start, jawohl. So, und jetzt noch Stahlträger. Und die sind ja direkt hier nebenan. Ölü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 l
Erst starten, dann optimieren. Diese Powerbären haben noch nie so viel kostenlose Werbung bekommen wie heute, glaube ich. Dieser Stream wird nicht gesponsert oder in irgendeiner Form quersubventioniert von Powerbären GmbH. Ohne Witz, ich bin mit denen in keiner Weise assoziiert oder so, ja? Das ist reiner Zufall einfach. Das ist reiner Zufall jetzt, dass das so kommt, wie es kommt. Es kommt so, wie es kommen musste am Ende. Aber es ist trotzdem reiner Zufall. Es gibt auch andere leckere Bären. Als die Powerbären. Durchaus. Man muss nicht nur sich die Powerbären angucken. Es gibt auch andere, die gut sind. Wir zeigen euch, wo es lang geht. Wo wir sind, ist was los. Rüben New York City sind die Powerbären groß. Wir sind da, die Powerbären. Schnallt euch an, wir gehen tierisch ran, Mann. Verdammte Scheiße, warum? Ich kann nicht aufhören. Es hört einfach, es stoppt nicht. Stoppt jetzt. Haltet mich zurück, haltet mich auf. Denn wir sind absolut gut. Sind absolut gut. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken, wo... Hier, genau. Immer konzentrieren jetzt. Kondensieren, nicht ausrasten. Die Wirkung steigt mir langsam echt zu Kopf, glaube ich. Ich habe, glaube ich, zu viele von den Dingern gegessen. Kann das sein? Ich glaube, ich habe zu viele von den Dingern mir reingepfiffen. Ich muss, glaube ich, ich muss die Dosis reduzieren. Egal wie viel du nimmst. Nimm mehr oder weniger. Oh, scheiße, ey Gott. Hilfe. Hilfe. So, erstmal einen Outputs machen. Genau so. Jetzt hier, komm. Jetzt müssen wir mal hier das machen, alles hier. Jawohl, da sind schon die Energy-Zellen. Die Energy-Bären werden schon reingefördert. Hier, so, gucken wir jetzt. Machen wir hier noch einen Streifen hin. So, wir müssen das dann wieder auf die andere Seite von dem Labor raustransportieren. So, jetzt warte, jetzt machen wir hier wieder so eine Geschichte mit, ich greife das einfach übergriffig. Aber warte, wir können ja auch die Dreier machen. Stimmt, warte, wir können die Dreier machen. Das habe ich ganz vergessen, dass ich auch Dreier machen kann. Das können wir gleich mal ausprobieren. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt bisher. Ich habe, glaube ich, bisher noch gar keinen Dreier gemacht. Das muss ich mal dringend nachholen jetzt, warte. So. Wenn du weiter wirbst, ob sie dich dann vielleicht unterstützen. Nee, ich glaube, ich kriege eher noch einen Copyright-Claim. Wie das hier schon einer gesagt hat. Wenn ich so weitermache. Das fällt, glaube ich, nicht mehr unter das Zitatrecht mittlerweile. Aber wenn man selber das macht, also wenn man selber performt, ist das doch okay, oder? Habe ich gedacht, wenn man selber singt. Wenn man selber das verunstaltet, dann geht das doch alles. Ladestation dritte Reihe, genau, das habe ich gebraucht. So, warte. Guck mal, macht man nämlich dann so und dann macht man hier den Outputs. No Conveyor, genau. So, und dann macht man das nämlich dann hier. Und jetzt brauche ich ja im Grunde wieder einen Dreier. Und ich habe ja noch einen Dreier, guck mal. Oh yeah, guckt euch das an. Es funktioniert, wie ich mir das denke. Und jetzt kriegen wir beides, oder? Ja! Oh, es ist langsam, lol. Guckt euch das mal an, wie langsam das ist. Da braucht man noch eine Anlage. Aber safe braucht man da noch eine. So, da wir ja genau gegenüber vom Labor sind, können wir die ja auch eigentlich direkt hier nochmal davor stellen. Habe ich noch eine? Ich habe keine mehr, warte. Ich brauche elektronische Komponenten, die sind direkt nebenan. Nee, warte, die kann ich auch hier holen. Die kann ich mir auch von hier holen. Nimm sie. Sobald der Stream aus ist, wird das Bärchen im Mail mit der Bitte um ein Sponsoring Entgelt zahlbar mit Powerbären. Ja, ich lasse mich in Powerbären direkt auszahlen. Das ist doch eine gute Idee. Zwei Fliegen in eine Klapse stecken. Das ist eine quasi sich selbst befeuernde Sponsoring dann. Nicht schlecht. Pass auf, dass es nicht noch Spielbären zum Essen gibt. Genau. Das wird schon. Nee, warte, da wollte ich gar nicht graben. Moment, ich wollte jetzt noch so ein Ding machen. Genau. Jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen kondensieren, glaube ich. Nur ein bisschen. Aber das fällt leichter, sich zu kondensieren mit den Powerbären tatsächlich. Also mir persönlich fällt es... Persönlich fällt es mir leichter auf jeden Fall. Warte. Forschungsstufe 4. Und dann, warte. Jetzt braucht man nochmal so einen übergriffigen hier. Jetzt ist alles noch nicht übergriffig genug. So, und dann noch so einen, oder? Ja. Glaub schon. Wo sind sie denn hier? Da ist der Übergriffige.
Nice, man muss auch mal so richtig übergriffig werden. So, warte, und dann hier nochmal einen Einser, da, genau. Nee, das ist der, ah doch, nee, das sind Zweier. Wo ist der Einser? Da ist der Einser. Hä? Nee, ist es nicht. Mach das mal weg. Ach nee, da ist der Einser, lol. Junge, Junge. Nice, genau. Guck mal, jetzt läuft das. Kommt der hier noch nach eigentlich, hier mit den Energiezellen? Der kommt... Boah. Ja. Sieht gut aus. Bestimmt müssen wir da noch eine zweite Anlage daneben stellen irgendwann. Aber hier ist ja noch ein bisschen Platz eigentlich. Kann man ja hier noch durchaus... durchaus abgreifen. Obwohl... Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte man das auch ein kleines bisschen weiter nach da drüben. Es ist erstmal egal. Wir kriegen erstmal Stufe 4 Forschung. Das ist erstmal das Wichtigste. Guck mal, da ist schon was aufgelaufen. So, jetzt müssen wir natürlich da wieder ein Band legen. Das macht man natürlich wieder unterirdisch. Aber wir machen das mit ein bisschen mehr Abstand hier noch. Warte mal, wir legen es mal hier raus. Hier haben wir mehr Platz auf der Seite. Und hier ist auch schon runtergegraben eigentlich. Dann macht man hier die Pflanzen weg. Genau, dann macht man hier die Outputze. Und da brauchen wir nochmal Xenopherit-Platten. Die habe ich hier auf der anderen Seite liegen. Grab it, grab it. Warum kann er... Ah, jetzt. Und da hat der Nerf gleich mit Prime abonniert. Schon 26 Monate. Dankeschön und Moinsen. Vielen Dank. Lager bauen, Lager bauen. Ich würde mir bei dem Gesang gerne deine dunkelsten Wünsche erfüllen. Haha, was? Ist das jetzt gut oder schlecht, frage ich mich. Und drüber ziehen jetzt, guck mal. Dann haben wir hier genug Abstand und dann können wir das jetzt von hier einfach dann mit einer Kurve... Ich glaube, ich ziehe das erstmal direkt oben lang. Ach, guck mal, wir brauchen ja auch noch Förderbänder, warte. Förderbänder machen. Das sind ja immer zwei, die da kommen. Fehlende Materialien? Lüge! Kann nicht sein. So, jetzt hier, warte, so. Ich ziehe das jetzt einfach von hier schon rüber. Ist natürlich wieder ein hässlicher Baum im Weg. Bäume sind immer der Endgegner in jedem Spiel. Merkt euch das. Und Kado hat auch gleich mit Stufe 1 abonniert. Nice. 19 Monate schon. Dankeschön. Vielen Dank. So, warte. Das muss nach unten. Nehmen Sie es nach unten. Und hier wieder nach unten graben auch. Ja, gleich mal noch tiefer. Und das machen wir mal weg. Ja, da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter runter hier. Also, warte. So, warte. So, und jetzt noch eins runter. Genau, und dann können wir uns hier unten drunter durchbuddeln. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir Stufe 4 Forschung am Start. Nice, 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 nice. Schön weiter durch. Ah, hier sind wir schon dran vorbei. Warte, muss ich mal kurz gucken, was ist hier oben mir, über mir drüber. Über mir drüber. Ah, perfekt, ist die Wand vom Dings. Okay, dann müssen wir hier dann nach... Nach hier drüben müssen wir dann hoch. Erstmal so. Zwei nach da. Dann müssen wir wieder... Eins hoch. Ich brauche auf jeden Fall noch Förderbandrampen, auf jeden Fall. So, und dann... Noch eins hoch. Eins, zwei, drei... Ja, perfekt. Oh, da ist die andere Forschungslinie. Das passt ja richtig gut, ey. Krass. Ich brauche noch mehr Rampen. Und ich brauche mehr Förderbänder. Okay, wir müssen erstmal mehr Förderbänder herstellen. Sonst reicht das hier nicht. Oh, hier ist alles leer gelaufen. Das ist nicht gut. Da müssen wir darauf achten, dass wir da nochmal einen kleinen Nachschub bekommen. Weil ich nehme mir mal hier Stufe 1 Bänder raus. Die sind noch voll gelaufen bestimmt, genau. So, und dann kann ich doch hier ganz easy going auf Stufe 2 gehen, wenn ich nochmal Maschinenteile mir ausgrabbe, zum Beispiel hier. Elektrokomponenten, die sind doch hier hinten auch bestimmt voll gelaufen. Mal ein bisschen mehr Förderbänder mal schnell machen. Ich glaube, Stufe 2 reicht da auch völlig aus. Ist wahrscheinlich sogar mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn wir da Stufe 2 machen. Ist wahrscheinlich sogar schlauer, wenn wir da einfach direkt die Einser nehmen. Aber egal. Jetzt habe ich es schon gemacht. So, dann zieh mal hier jetzt noch die Rampe durch. Rampe und dann rüber und dann drehen. Und Xandoran, nein, jetzt bin ich runtergefallen. Xandoran hat auch mit Stufe 1 abonniert. Dankeschön, willkommen und viel Spaß. Einmal nach oben.
So. Und dann einmal nach da und nach da. Und dann noch nach geradeaus und dann noch einen Abgreifer und dann haben wir es. Einen Intake. Xenophorit-Platten fehlen, natürlich. Wir sind so kurz davor, wir sind so kurz davor, wir sind so ganz kurz davor. Die Anlagen da hinten laufen übrigens noch mit Forschung voll. Also die Stufe 4 Produktion läuft voll. Das ist aber okay. Da kann sich ruhig ein bisschen was ansammeln schon in der Anlage. Mach mal 5 direkt. Und wenn wir das dann anschließen mit Outtake, dann kommt es dann alles auf einmal raus. Hier ist leer gelaufen. Das ist schlecht. Das ist hier unser Ignium. Oh ne, wir müssen das Ignium überprüfen. Das scheint auch problematisch zu sein gerade. Das ist alles nicht so, noch nicht so ausgereift. So, das ist ein Intake. Genau, das ist Intake. Dann müssen wir jetzt hier den auf Outtake noch umstellen. Output und Output, genau. Und da kommt sie, die Stufe 4 Forschung. Wir haben sie, wir haben sie. Wir können sie einreihen, ich werde wahnsinnig. Okay, was erforschen wir denn zuerst? Eigentlich der Zerkleinerer Stufe 2 wäre eigentlich direkt das Beste, was wir mal machen können gleich am Anfang. Oder den Bergbaulaser halt. Der Zerkleinerer ist genauso teuer. Dann machen wir den Bergbaulaser jetzt. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Schissenwaffspaket 4 ist schon sogar die Hälfte drin, nicht schlecht. Geil. Oh, dann ist das ja gleich auch erforscht, nicht schlecht. Dauert nicht lange. Dann haben wir die erste Stufe 4 Forschung schon abgehakt. Ah, es fehlen die, was? Es fehlen die Dinger. Da kommt wohl nicht genug. Okay, da brauchen wir noch mehr. Das ist aber kein Problem. Da stellen wir einfach noch eine Anlage dazu. Ein, genau. So, da müssen wir jetzt einstellen wieder die Teile hier, genau. Und dann wieder einen Intake machen. Intake. Und da läuft das, genau. Und dann hier wieder mit dem übergriffigen Dreier muss man das dann wieder da drauf stellen. Mit einem Outtake. Nice, guck mal. Und da kommt gleich ordentlich was raus. Damit immer schön Stufe 4 Forschung hier kommt. Die eine Anlage ist ganz schön hungrig hier. Die zuzelt sich das alles schon ganz gut weg. Braucht man wahrscheinlich immer 2 pro Forschungsproduktion, könnte ich mir vorstellen. Ah ne, guck mal, jetzt kommt hier auch was durch. Die läuft jetzt auch wieder. Okay, gut. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall mal das jetzt hier schon mal ein bisschen stabilisiert noch. Wer kennt es nicht, das Schissenwaffspaket, genau. Ein Hoch auf die Riesenschaft oder so. Ja, ich mag eine gute Liegenschaft auf jeden Fall. Habe ich nichts dagegen. Schon wieder ein Monat toller Unterhaltung um. Und alle Lager bauen, Lager bauen. Na. Nee, ich komme auch ohne Lager zurecht. Geht auch ohne. Ich bin doch der beste Beweis, dass es auch ohne diese verdammten Lager geht. Die Lager sind überbewertet. Völlig überbewertet sind die. So, was können wir denn jetzt noch machen? Jetzt können wir warten, bis der Bergbaulaser fertig ist. Und, ja, jetzt müssen wir eigentlich müssen wir jetzt, stimmt, wir müssen tatsächlich mal kurz warten, bis der fertig ist. Weil jetzt müssen wir tatsächlich nochmal uns in eine tiefere Schicht graben, wo wir dann dieses andere Zeug bekommen noch, das Technum, wo wir dann auch noch unsere Züge am Start bringen können. Jetzt muss ich aber auch nochmal gucken, warum kommt eigentlich hier nicht genug Ignium außen Dings. Hier, guck mal, das ist schon wieder so brüchig hier, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, ich muss hier unten noch Maschinen verteilen, kann das sein? Es fehlen, glaube ich, die Schienen unten. Ein Karl-Lager fehlt. Ein Karl-Lager fehlt. Ja, sehr gut. Ah, hier ist nur eine Schiene drin. Hier wird nichts mehr gemacht. Guck mal, der hat keine Schienen mehr hier. Das ist der Grund. Oh je, guck mal. Wenn wir Shift und klicken, dann können wir den Stack hier komplett reinschieben. nicht Shift klicken, Shift rechts klicken, verdammt. Egal. Wie lange haben die hier noch Zeit? Okay, der hat auch noch einen. Oh Gott, wir müssen mehr Schienen machen, definitiv. Wir müssen definitiv mehr Schienen produzieren. Da fällt mal eine Anlage hier aus, hier unten, und schon ist Mayhem angesagt.
Und an dieser Stelle endet diese Folge V&G in der Alpha. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu V&G, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.